Wenn man so durch die Weiten des Erzgebirges schlendert, sieht man so einiges wachsen und gedeihen auf unseren Feldern. Der Anblick von Getreide, Raps, Mais und das, was man so kennt, ist oftmals eine Augenweide. Vieles gedeiht im Erzgebirge zwar etwas mit Verzögerung aufgrund der klimatischen Bedingungen, aber es gedeiht. Aber Hanfanbau im Raum Freiberg klingt wie ein Witz, ist aber keiner. Wozu wird er verwendet, dieser Hanf? Ist sein Anbau jetzt problemlos uneingezäunt möglich? Welchen gesetzlichen Auflagen unterliegt der Anbau? Unterscheidet er sich vom Cannabis für pharmazeutische Zwecke im Tetrahydrocannabinolgehalt, auch THC-Gehalt genannt? Wird er noch vor seiner Blüte und Ausharzung geerntet? Wir fragten nach und bekamen vom Sächsischen Staatsministerium für Landwirtschaft folgende Antwort. Auf den landwirtschaftlichen Flächen wird vorwiegend Nutzhanf angebaut, und zwar genehmigungspflichtig. Diese Hanfsorten sollten den THC-Gehalt von mehr als 0,2% nicht überschreiten. Wikipedia, der freien Enzyklopädie, beschreibt 49 von der EU zertifizierte Sorten mit niedrigen THC-Werten für Hanffaserherstellung und weitere Produkte wie Hanföle und Hanfsamen. Nur der indische Hanf spielt als Droge und Medizinpflanze eine Rolle. Um diesen jedoch anzubauen, müssen verschärfte Bedingungen eingehalten werden. Summa summarum, es wird unterschieden zwischen Nutzhanf mit sehr niedrigem THC-Gehalt und Drogenhanf mit sehr hohem THC-Gehalt. Nach Rücksprache mit dem sächsischen Justizministerium ist davon auszugehen, dass ein illegaler Anbau und der damit verbundene THC-Gehalt maßgeblich das Strafmaß beeinflussen kann.